menschenzentrierte KI bedeutet, dass wir, wenn wir über technologische Entwicklung reden, auch über die sozialen Bedingungen sprechen müssen und die soziale Entwicklung und Innovation im Blick halten müssen. Das heißt, wir müssen frühzeitig über ethische, über rechtliche, über soziale Fragen reden, wenn wir über die Zukunft der Arbeitswelt, über neues Arbeiten sprechen. Wir werden jetzt die KI-Strategie der Bundesregierung umsetzen im Bundesarbeitsministerium. Das heißt, wir werden den transatlantischen Dialog, den wir gestartet haben, auch zu Technikfolgenabschätzungen, die werden wir jetzt weiter fortführen, auch in gemeinsamen Gesprächen, in gemeinsamen Konferenzen. Wir werden mit unseren französischen Partnern dafür sorgen, dass die Bedingungen der Arbeitswelt, die sozialen Rechte in der Arbeitswelt gesichert werden, auch in Europa. Und wir werden ein KI-Observatorium einsetzen, was die Technikfolgenabschätzungen, die Durchdringung von KI in Märkten, in Gesellschaft, in Arbeitswelt beobachtet und analysiert und da konkrete Vorschläge auch für uns im Arbeitsministerium macht. Das bringen wir jetzt auf den Weg und das ist auch gut investiertes Geld, was wir dort reinstecken. Wir wissen aus unseren Experimentierräumen, die wir gemacht haben, dass dort Digitalisierung erfolgreich ist in den Unternehmen, wo Unternehmer und Betriebsräte gemeinsam kooperieren an einem Projekt. Dort dauert vielleicht die Aushandlung ein bisschen länger, aber die erfolgreiche Integration geht schneller und ist nachhaltiger. Und daraus wollen wir lernen, auch für unsere Entwicklung. Das heißt, ganz entscheidend wird sein, dass wir auf die Sozialpartnerschaft setzen, dass wir auf eine gute Unternehmenskultur zwischen Betriebsräten und Unternehmen setzen und dass wir dafür sorgen, dass Akzeptanz hoch bleibt bei den Beschäftigten. Und das wird nur gehen, wenn Betriebsräte auch mitreden dürfen bei der Digitalisierung. Und dafür werden wir gesetzlich sorgen.